Herzlich willkommen bei Balistol. In diesem Video geht es um die Reinigung und Pflege von Kunststoffschäften und Oberflächen. Eine Liste aller benötigten Produkte finden Sie in der Videobeschreibung. Sicherheitshinweis: Stellen Sie vor dem Reinigen der Waffe sicher, dass sich keine Patrone mehr in der Waffe befindet. Kunststoffoberflächen und eventuell enthaltene Ledereinlagen, gummierte Oberflächen oder Schaftkappen lassen sich mit dem richtigen Mittel einfach reinigen. Sprühen Sie dazu die Waffe mit dem Kunststoffreiniger von Balistol ein, so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Bei leichten Verschmutzungen ist keine Einwegzeit nötig. Bei hartnäckigen Rückständen eine Einwegzeit von ca. 10 Sekunden einhalten. Gegebenenfalls die Anwendung wiederholen, sollte es sich um hartnäckigere Verschmutzungen handeln. Nun kommt das spezielle Mikrofaserreinigungstuch von Balistol zum Einsatz. Es ist optimiert für die Reinigung von genarbten und rauen Kunststoffoberflächen. Mit der etwas härteren Webung und der ausgewählten Faser holt es spielend Schmutz aus der Kunststoffoberfläche. Der Reiniger ist auch ideal für Waffen aus Carbon. Er greift weder die Oberfläche an, noch entzieht er Weichmacher. Sprühen Sie dazu die Carbonwaffe mit dem Kunststoffreiniger ein und verteilen Sie ihn gleichmäßig auf der Oberfläche. Auch hier reicht eine Einwirkzeit von ca. 10 Sekunden, je nach Verschmutzungsgrad. Noch einmal vorsichtig alle Rückstände mit dem Mikrofasertuch abwischen. Bauteile aus Stahl trockenwischen und anschließend mit Universalöl, Gun-X oder Gun-Care-Waffenöl konservieren. Fertig sind die gesäuberten Kunststoffwaffen. Weitere nützliche Hinweise und Erklärungen finden Sie in unserem Waffenpflegebrevier. Die Marke für Mensch, Tier, Technik. Balistol. Es wirkt.